Terroranschlag Warnung für Wien wieder aufgehoben. Seit Mittwochvormittag hatte die Wiener Polizei vor vermehrter islamistischer Terrorgefahr gewarnt. Nun wurde die Anschlagwarnung für Wien wieder aufgehoben. Am Donnerstagabend wurde die Anschlagwarnung wieder aufgehoben. Seit Mittwochvormittag hatte es für Wien eine Warnung wegen möglicherweise bevorstehender terroristischer Anschläge auf religiöse Einrichtungen gegeben. Polizei warnt vor islamistisch motivierter Terrorgefahr. Eine aktualisierte Gefährdungseinschätzung der DSN lässt nun eine Reduktion dieser Maßnahmen zu, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst der APA unter Bezugnahme auf die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst. Ein islamistisch motivierter Anschlag geplant sein soll, dahingehend hat es eine Gefährdungseinschätzung gegeben und im Zuge dessen hat man Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Polizistinnen und Polizisten sind verstärkt im Einsatz mit Sonderausrüstung, mit beschusshemmender Kleidung und Sturmgewehr, um neuralgische Punkte, Orte, insbesondere Kirchen, zu bewachen. Es hat einen Hinweis gegeben und eben der Verfassungsschutz hat hier nachrichtendienstlich seine Aufgaben erfüllt und im Zuge der Gefährdungseinschätzung dann eben den Überwachungsauftrag erlaubt. Die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst DSN hatte Hinweise erlangt gehabt, dass konkret am 15. März 2023 ein Anschlag in Wien geplant sei, hatte es am Mittwoch geheißen. Folglich wurde eine verstärkte Über- und Bewachung potenziell gefährdeter Orte und Objekte umgesetzt. Großeinsatz in Wien. Polizei warnt vor islamistisch motivierter Terrorgefahr. Vorsichtsmaßnahmen wurden lagebedingt fortlaufend evaluiert. Und angepasst, hieß es nun. Es könne daher Entwarnung gegeben werden. Die präventiven Sicherungsmaßnahmen hatten Gebetshäuser und Einrichtungen verschiedener Konfessionen betroffen. Vielen Dank von Kabir Hamid Youssef.